Moin Moin zu einer neuen Runde Bummus-Fakt oder Fake. In der Vorwoche gab es die unglaubliche Feuerwerk-Story von New Orleans und diese war Fakt. Heute gibt es eine Story über den ersten Deutschen in der NFL und zwar war dies Karl Kremser, ein Kicker bei den Miami Dolphins 1969. Er spielte zwar nur eine einzige Saison in der NFL, doch da macht er richtig Schlagzeilen. Denn er kickte den Ball weiter als alle anderen Kicker vor ihm und so war Kremser es auch, der als erster Kicker die magische 60-Yards-Marke übertraf. Allerdings mit unlauteren Mitteln, wie irgendwann herauskam, denn Kremser hatte eine 2 Kilogramm schwere Eisenplatte in seinem rechten Schuh verbaut. Das fiel auf, als er mal seine Schuhe auf dem Platz liegen ließ und die Gegner sie ihm zurückbringen wollten. Daraufhin wurde er auch von der NFL suspendiert und machte kein einziges Spiel mehr in der Liga. Ja, wie verkickt ist diese Story und stimmt sie überhaupt? Ratet gerne wieder mit, euer Bummo.